Und zwar habe ich hier quasi zwei Outfits, einmal in Größe 50 und einmal in 56. Zum einen habe ich hier Binden fürs Wochenbett, jetzt schon 5 BH-Größen dazu bekommen habe. Hier habe ich so Wochenbett-Schlübis. Hallo und herzlich willkommen, liebes Team Tapia, zu einem neuen Video. Vielleicht kennen mich einige von euch noch nicht und haben neu reingeschaltet. Ich bin Jody, ich bin jetzt momentan in der 36. Schwangerschaftswoche und bekomme mein erstes Kind. Und ja, heute geht es um das ganz, ganz wichtige Thema Kliniktasche. Ich hatte ja schon ein Video hochgeladen zum Thema Kliniktasche, in dem ich mit meiner Hebamme besprochen habe, was grundsätzlich in eine Kliniktasche reinkommt. Natürlich muss man sagen, ich bin Erstgebärende. Ich kann jetzt natürlich noch nicht so sehr aus meinem Erfahrungspool schöpfen. Deswegen nehme ich lieber mehr mit, als vielleicht andere es tun, weil ich dann lieber auf Nummer sicher gehen möchte und ja, lieber braucht man am Ende Sachen nicht und hat sie dabei gehabt, als andersrum. Gerne könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr manches davon tatsächlich nicht gebraucht habt oder auch, wenn ihr ganz andere Dinge ganz besonders noch gebraucht habt. Also einfach in die Kommentare damit. Natürlich muss man auch sagen, ihr solltet euch vorab in eurer Klinik, in der ihr euch angemeldet habt, informieren, was die genau vor Ort haben und was nicht. Das ist nämlich von Klinik zu Klinik tatsächlich total unterschiedlich. Also wirklich informieren und nachfragen bitte. Das hier ist jetzt alles für Kreißsaaltasche und Wochenbett, also für Stationstasche. Ich zeige jetzt einfach mal alles. Wir werden aber eigentlich zwei Taschen packen, damit eben eine mit in den Kreißsaal kann und er nicht immer hin und her laufen muss und eine quasi für das Wochenbett in der Klinik. Dann fange ich einfach mal bei den Babysachen an. Also was braucht unser kleiner Schatz, wenn er auf die Welt kommt, im Krankenhaus sofort. Und zwar habe ich hier quasi zwei Outfits, einmal in Größe 50 und einmal in 56 eingepackt, weil wir ja nicht wissen, wie groß wird sie tatsächlich sein. Also einen in 50, ein Body und einen in 56, einen Strampler in 50 ist er, glaube ich. Ja, genau. Dann ein Pulli. Oh, ist das süß? Ein Wickelpulli. Ist das süß? Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass unsere Tochter da reinpasst. Ist so süß, so klein. Nicht zu übersehen, dass es ein Mädchen wird. Genau, es wird ein Mädchen. Dann eine wärmere Jacke, dann für den Nachhauseweg quasi. Ja, weil unsere Kleine ja mitten im Januar zur Welt kommt. Das wird kalt. Man sollte aber auch generell bedenken, Babys können die Wärme noch nicht so regulieren und müssen warm angezogen werden, auch im Sommer. Dann haben wir hier, habe ich ein Höschen in der Größe 50. Das ist sehr klein. Mal sehen, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie klein sie wird. Dann eins in 56. Eine Strumpfhose. Ein paar Söckchen. Die sind so süß. Die sind einfach so süß. Da kommt der Kopf unserer Tochter rein. Zwei Mützchen, genau. Ja. Das ist ein neugeborenes Mützchen mit so einem Bändel und das ist ohne, die finde ich natürlich süßer, aber ich weiß, dass Babys sich die auch gerne mal ausziehen. Deswegen eins mit Bändel und eins ohne. Genau, Handschüchchen, weil sie wie gesagt im Winter kommt. Dann Spucktücher, zwei Stück habe ich jetzt mal eingepackt. Oh, zeig mal das Bärchen-Spucktuch. Das ist doch süß. Guck euch an, wie süß das ist. Ach, Winnie Pooh da drauf. Ja, ist ein Winnie Pooh. Ich muss echt dazu sagen, ich habe ja gar keine Ahnung, was wir überhaupt für unsere Tochter haben. Da hat sich ja Jody drum gekümmert. Das meiste habe ich halt gekauft. Das meiste hat sich Jody drum gekümmert. Dann einen Schlafsack. Das ist bei uns in der Klinik notwendig, dass man seinen eigenen Schlafsack mitbringt. Aber wie gesagt, das bitte nachfragen. Warum gibt es Kliniken, wo Schlafsäcke bereitgestellt werden? Ja, gibt es tatsächlich. Echt? Ja. Ich war sogar bei dem Video dabei und erinnere mich nicht mehr. Ist zu viel für mich. Genau. Und für den Nachhauseweg unseren Ausgehanzug. Der ist hier drin auch mit Baumwolle schön gefüttert. Oh, der ist so süß. Ne? Der ist so süß. Und dann, also Maxi-Cosi versteht sich von selber, den haben wir jetzt halt hier mal nicht aufgebaut. Ja, ne? Den seht ihr in der BBS-Ausstattung. Genau. Genau. Das Video dazu folgt natürlich auch. Ja, weil ihr seht, da hinten ist unsere Wickelkommode. Und dazu machen wir nochmal ein komplettes Video, was wir alles für unsere Tochter schon haben. Genau. Ihre Spieluhr. Genau, die haben wir schon seit der siebten Woche. Seit der siebten Woche. Es gibt sogar ein Video dazu, wo wir die gekauft haben. Ja, genau. Die hört sie auch immer wieder am Bauch und ich denke, das wird vielleicht praktisch sein, dabei zu haben. Wir hoffen, die dass riecht auch schon nach uns. Deswegen. Ja. Und ein Set Anfangs-Nux-Schnullis haben die bei uns in der Klinik auch nicht.
Ich weiß, dass es auch viele Kliniken haben, aber wie gesagt, sicher ist sicher, wir haben es mal mit dabei. Dann, ganz wichtig, Lebensretter-Ladekabel. Das muss auf jeden Fall mit. Das darf ich nicht vergessen und hinterher darf man es auch nicht vergessen, wieder mit nach Hause zu nehmen. mein iPad, genau. Bei mir ist es ja so, ich habe einen Hypnobirthing-Kurs gemacht und werde unter der Geburt halt auch die Hypnobirthing-Musik anhören und deswegen ist das auch ganz wichtig für mich und natürlich danach auch ein bisschen zur Beschäftigung, klar. Das Video zum Hypnobirthing findet ihr auch unten in der Beschreibung. Genau. Dann Handtücher. Auch hier in meiner Klinik bekommen Handtücher nur Privatpatienten, das bin ich leider nicht. Deswegen habe ich für jeden Tag eigentlich ein Handtuch eingepackt. Genau, ich gehe jetzt mal von 3 Tagen aus und zur Not kann man ja ein Handtuch auch öfter verwenden, so ist es ja nicht. Ich hole uns noch welche. Eben, genau. Ja. Hierbei ist zu beachten, dass man eher alte Handtücher verwendet, weil ja Wochenbett, Muttermilch, ja und generell halt viele Flüssigkeiten und so weiter und so fort. Deswegen vielleicht nicht die besten, neuesten, weißen Kaschmir-Handtücher verwenden, sondern vielleicht schon ein bisschen ältere. Genau. Das gleiche gilt für Duschhandtücher. Habe ich jetzt auch einfach dunkle genommen, weil da sieht Safety man auch. First. Genau. Dann die Unterlagen. Also normalerweise, wenn, also im besten Falle habt ihr alle Unterlagen schon beisammen, die ihr so braucht. Darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein, was man da so braucht, weil ich denke, das wird jeder wissen. Und den Mutterpass. Den natürlich noch nicht zu weit wegpacken, weil ja, den braucht ihr wahrscheinlich noch, bis ihr dann in die Klinik fahren müsst. Ja, den brauchen wir noch für den letzten Termin bei der Hebamme, wollte ich schon sagen, beim Frauenarzt am 30. Genau. Das ist nicht der letzte Termin. Echt nicht? Nee, wenn gesetzt im Falle, wir kommen weiter als die 40. Woche, wollen wir mal nicht hoffen. Stimmt, dann haben wir noch einen. Noch einen, hast du alle 2 Tage hast du dann Termin. Mhm. Alle 2 Tage musst du hinfahren? Ja. Schau, Leben. Ja, ist tatsächlich so. Deswegen den noch nicht so weit wegpacken. Dann ein paar Duschlappen, weil ihr seid auf einer Wochenbettstation, da werden natürlich Bakterien sein. Ihr werdet vielleicht auch mit einer anderen gebärenden Frau, Wochenbettfrau, wie auch immer, ein Badezimmer teilen und ich glaube nicht, dass ihr in ihren Sekreten stehen wollt. Ne? Das hast du ganz fein süß ausgedrückt. Ja. Bevor YouTube uns hier sperrt. Dann meine Make-up-Tasche einfach. Das ist auch jedem sich überlassen, ob er sich schminken möchte oder nicht. Wenn man Besuch kommt. Genau, ich denke, ich werde mich wohlfühlen, wenn ich zumindest ein bisschen was machen kann. Deswegen meine Make-up-Tasche. Pantoffeln. Hier ist es ganz wichtig, dass es welche sind, in die ihr leicht reinschlüpfen könnt, weil ihr könnt euch nicht einfach so hinten, also ihr werdet euch wahrscheinlich nicht so gut bewegen können, dass ihr da reinschlüpfen könnt, deswegen lieber die. Klar, wenn ihr eine Normalgeburt hattet, wahrscheinlich noch eher. Wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet, dann habt ihr sowieso, glaube ich, keine Chance, euch da großartig zu verrenken. Deswegen am besten Schlupfschuhe. Dann Haargummis. Auch ein paar mehr, weil die gehen leicht verloren, ob man es glaubt oder nicht, ist einfach so. Du verlierst die sehr gerne sogar. Genau, deswegen habe ich einfach ein paar mehr und ich habe einfach lange Haare und die werden mich wahrscheinlich stören. Und Babys ziehen da ja auch ganz gern mal dran, deswegen Haargummis. Diese wunderschöne Decke hat Schwiegermama gemacht. Genau, die hat meine Mama für uns gemacht, selbst gemacht. Und, so süß, ne? Die ist wirklich toll. Die ist wirklich mega, mega aufwendig gemacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sowas macht. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall ist die auch für den Nachhauseweg zum Drüberlegen, beziehungsweise auch einfach so, habe ich einfach gerne eine Decke für die Kleine und die riecht auch schon nach uns und ja, halte ich für sinnvoll. Ja. Das ist schon echt viel, ne? Ja. Also mich überfordert das tatsächlich auch und wir sind noch nicht mal fertig. Nee, vorne und hinten noch. Wir haben hier noch deine ganzen Klamotten, mein Schatz. Ja, was ist denn hiermit? Wollen wir mit den Klamotten weitermachen? Ja, zeig mal. Da hinten haben wir noch ein paar andere Produkte, die kommen gleich. Okay, Klamotten, wo fange ich an? Erstmal habe ich hier einige Hosen, Schlafanzughosen, Leggings für Schwangerschaftsleggings. Schwangerschaftsleggings, genau und so weiter. Meine Hebamme hat mir geraten, da ein bisschen mehr mitzunehmen, weil es sein kann, deine Blase springt oder du blutest was voll oder sonst was. Deswegen habe ich hier ein paar mehr. Und zur Not, wenn das nicht reichen sollte, kann ja mein Schatz auch immer noch
welche nachholen. Wenn ich nicht selber in Hysterie ausspreche. Ja, nein, also vier reichen ja, zumindest ja. mal schon mal für einen Kreißsaal. Also da gehe ich mal schwer von aus. Ja, genau. Wir wohnen nicht weit weg von der Klinik. Wenn du weit weg von deiner ausgewählten Klinik wohnst, solltest du vielleicht doch noch ein paar mehr einpacken, ja. weil dein... Zieh einfach in die Klinik mit allen Sachen, die du hast. Das ist safety first. Ja. Genau, dann ein Outfit zum Nachhausegehen. Da habe ich auch was gewählt, was sehr elastisch ist. Und ja, also was ich danach anziehen kann. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht wieder sofort in meine Skinny Jeans passen. Nein? Schätzungsweise nicht, mein Schatz. Tut mir leid. Deswegen was, was mir jetzt theoretisch auch passen würde. Einfach, dass es gemütlich ist, dass es nichts wegen. Ja, dann einige Tops, einige T-Shirts noch. Meine T-Shirts. Seine T-Shirts. Weite T-Shirts, wo ihr einfach nicht so viel rumzubbeln müsst, ne? Ja. Dann habe ich jetzt hier zwei Still-BHs mitgenommen. Ich hoffe, die werden dann auch passen. Ja. Wenn nicht, dann ja. Das haben wir auch schon mitbekommen. Am besten BHs kaufen, nicht sofort 10 Stück, weil man weiß nicht, wie groß die Brust noch wird. Vor allem, weil es das erste Kind ist, ne? Genau, bei mir ist es Tatsache so, dass ich jetzt schon 5 BH-Größen dazu bekommen habe. Das ist schon extrem, also es ist nicht bei jedem so. Und man sagt, mit dem Milcheinschuss können auch noch 1 bis 2 dazukommen. Okay. Wundervoll. Ja. Alle Frauen fühlen das gerade. Ich fühle es auch so halbwegs, weil ich natürlich jeden Tag an deiner Seite bin. Ja. Aber so ein Still-BH ist auch relativ flott bestellt und ich verlinke euch die dann auch auf jeden Fall noch unten mit einem Amazon-Link. Dann ja ein paar Socken, auch warme Socken, weil ja man hat vielleicht Wärmekontrolle nicht mehr so während der Geburt, deswegen auch mal Kuschelsocken. Einen normalen BH habe ich auch noch eingepackt. Vielleicht fürs nach Hause gehen, I don't know, ob ich ihn überhaupt brauchen werde. Ja, vielleicht siehst du gar kein BH an, man weiß es nicht. aber ich habe lieber mal einen dabei. Yes. Und noch ein paar Cardigans, also so Zip-Up-Pullis, wo man halt leicht drankommt, stillen und so weiter. Und hier so zum Drüberschmeißen einfach was. Dann kommen wir zu den Sanitär- und Pflegeprodukten. Die verlinke ich euch natürlich auch alle in der Infobox unten. Natürlich kann da jeder nehmen, was er möchte, aber ich habe jetzt halt das ausgewählt. Zum einen habe ich hier Binden fürs Wochenbett mitgenommen. Die gibt es tatsächlich bei uns in der Klinik. Ich habe mir aber sagen lassen, dass sie oftmals sehr dick sind und sehr ungemütlich. Und ich weiß nicht, ich fühle mich wohler, wenn ich auf jeden Fall zur Not auch noch meine eigenen dabei habe. Safety first einfach, auf Nummer sicher gehen. Aber das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Dann habe ich hier die Alana Heilwolle. Das ist tatsächlich wohl ganz, ganz toll bei entzündeten Brustwarzen oder generell empfindlichen Brustwarzen. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde. Meine Hebamme hat es mir empfohlen, deswegen nehme ich es auf jeden Fall mit. Dann... Das war ein Tipp von euch. Klopapier. Ja, den Tipp habt ihr uns gegeben. Genau, den Tipp habe ich von jemandem aus Instagram. Oder was Instagram? Nee, YouTube. Ein YouTube-Kommentar, ja. Okay, vom YouTube-Kommentar. Viele Krankenhäuser haben nur dieses einblättrige Klopapier. Dieses grau-gräuliche. Genau, und jetzt stellt man sich vor, bei der Geburt geht vielleicht nicht alles super glatt und ihr seid da unten ein bisschen gerissen. Und dann geht ihr da mit so einem Schmirgelpapier lang. Oh, lecker. Nicht so geil, nicht so geil. Deswegen eine Rolle... Schönes, weiches, dreilagiges, kuscheliges Papier. Kannst auch als Kopfkissen benutzen. Genau. Ich hoffe, eine Rolle reicht. Sonst musst du noch welche nachbringen. Kein Problem. Eine Haarbürste, ganz klar, braucht man. Dann Waschgel. Sensitives Waschgel, was ohne Parfüm ist. Einfach weil Babys sind sehr empfindlich, brauchen den Geruch der Mutter. Tatsächlich sagt man sogar, eher sogar noch komplett ohne alles waschen. Das ist tatsächlich eher, wenn man wirklich Blutverkrustungen hat oder so, dann braucht man halt nur mal ein bisschen Seife. Ansonsten tatsächlich ohne alles waschen und ja. Das habe ich gelernt. Dich selber sollst du vor allem im Brustbereich, Dekolleté-Bereich nichts mit Parfümhaltigem waschen. Nichts großartig machen, genau. Und sehr, sehr milde Produkte halt verwenden. Ja. Genau. Hier eben auch ein Babyshampoo, das ist halt auch sehr mild, geruchsarm. Eine Intimwaschlotion, eine sensitive. Eben auch, falls da unten was reißt und so weiter und so fort. Ein Deo und eine... pH-neutrale Creme, genau.
Ist das Creme? Ist nicht Duschgel? Das ist Creme. Zeig mal. Das ist Körperlotion. pH-neutrales. Ohne Parfüm, Parabene, Farbstoffe, etc. Okay. pp. Apropos, das haben wir auch am Ende bestellt. Wir wollten einkaufen gehen. Das war aber für Julie so anstrengend am Black Friday. Ja. Einfach vom ganzen Laufen, dass wir gesagt haben, wir bestellen das online. Genau, wir haben das alles online bestellt. Ja, da kann man sich auch die Inhaltsstoffe gut durchlesen. Alles. Ja. Zähne putzen, ganz wichtig natürlich. Ist klar, sollte man auch nicht vergessen. Das hier ist Nippelcreme. Darf ich Nippel sagen? Ja, Nippel ist erlaubt, glaube ich, auf YouTube. Brustwarzensalbe. Brustwarzensalbe, genau. Viele schrieben mir auch, das war tatsächlich der Lebensretter von vielen Frauen da draußen. Aber nicht nur für Brustwarzen gut, sondern auch für die Lippen. Die trocknen auch gerne mal aus. Vor allem, wir haben Winter. Hier habe ich so Wochenbett-Schlübis. Im Krankenhaus gibt es diese Netzhüschen, kennt man. Ne? Sexy. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass mir die so angenehm sein werden. Viele sagen, die waren super angenehm, weil viel Luft drankommt und ich brauche die hier nicht. Aber ich habe sie auch lieber mal mit. Ja. Für den Fall. Ich bin echt gespannt, wie viel Prozent, also vom prozentualen Anteil wir davon benutzen. Ja, ich bin auch gespannt. Ja. Aber ja, safety wie gesagt, first. Lieber ich habe es dabei, als hinterher zu sagen, boah, das hätte ich voll gebraucht. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Genau. Genau, und dann kommen wir zu meinen Snacks. Ja, denn Julie wird während der Geburt sehr viele Kalorien verbrennen und Hunger haben. Ja, sagt man generell. Während der Geburt soll man auf jeden Fall ein gewisses Level halten. Und auch hinterher, beim Stillen durchs so. Stillen, verbraucht man so viel Kalorien. Und damit der Körper einfach die bereitstellen Kraft, die Kalorien, kann, die Energie. Genau, meinte meine Hebamme auf jeden Fall hochkalorische Dinge einpacken. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Siehe unseren anderen Kanal, Link in der Beschreibung. Nein, und habe deshalb einfach Snacks eingepackt, Snacks, die mir gut schmecken. Und es ist tatsächlich auch erlaubt, jetzt, also normalerweise soll man mehr darauf achten, dass man keine Sachen mit Koffein verwendet. Keine koffeinhaltigen Getränke vor allem. Genau, und sowieso wenig Zucker, pipapo. Und hier darf ich alles, sagt die Hebamme. Deswegen, deswegen habe ich mir hier so Salami-Sticks, genau, so geräucherte. Die sind auch sehr fettig. Tuckkekse. Tuckkekse. Die esse ich auch gern, sind auch so fetthaltig auf jeden Fall. Twix, die sind einzeln eingepackt, die kann ich dann schnell verschnappolieren und dann ist gut. Schokoriegel, also so Schokomüsli-Riegel. Ja. Und das ist bei uns tatsächlich sehr unüblich. Und zwar zuckerhaltige Getränke, normalerweise immer Zero. Gar nicht. Aber in dem Fall. In dem Fall gebe ich mal Gas, würde ich sagen. Ja. Genau, die beiden habe ich. Und ich wollte auf jeden Fall noch Energy Drink kaufen. Das oder was Koffeinhaltiges in dem Sinne. Ja, genau. Ja. Weil das ist wohl auch gut unter der Geburt. Ja, man weiß ja nicht, wie lange die Geburt dauert. Nachher dauert die so 10 Minuten. Tudum. Ja, geil wär's. Geil wär's. Lieber brauche ich es nicht. Ja, ist, genau. Ist ja so. Aber dann trinke ich es trotzdem. Ich glaube, das war's alles, ne? War's das schon? War's das schon? Das Video ist gerade, wie ich sehe, so fast 20 Minuten lang. Also das Ganze packen wir in zwei Taschen. Wie gesagt, eine Tasche für den Kreissaal, eine Tasche fürs Wochenbett. Und ja, natürlich ist jetzt Maxi-Cosi noch nicht dabei. Bei uns muss man natürlich auch bedenken, ich muss mein Stillkissen mitbringen. Das hat, also das ist auch von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich. Das kommt auch noch oben drauf. Ja, die haben eins, aber das ist nur so aus, so aus so einem, Plastik. Ja, so ein Kunststoffbezug und das ist unangenehm scheinbar. Genau. Und das riecht dann auch schon nach uns. Und ja, ich habe gern einfach mein eigenes dann direkt dabei. Ja. Wie gesagt, wenn ihr noch Anregungen habt, oder Dinge, wo ihr sagt, hey, das habe ich überhaupt nicht gebraucht. Gerne in die Kommentare. Es geht hier nicht nur um mich, sondern es geht um alle. Hier schauen sich ganz, ganz viele werdende Mütter so ein Video an. Ich selber habe mir auch Videos zum Thema Kliniktasche angeguckt. Und ja, das ist, soll eine Hilfe sein, eine Hilfestellung für euch, für mich, für alle. Deswegen, ja, teilt es in den Kommentaren, share the love und dem Video einen Daumen nach oben. Genau, einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns bald wieder. Wenn es wieder heißt, Baby, 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 Baby. Und wir packen jetzt mal unser Leben ein. Ja, umziehen. Hast du ein Zelt dabei? Ein Zelt. Ich, Schatz, ich glaube, wir brauchen kein Zelt. Wir brauchen so einen Armee-Rucksack. Wir brauchen so einen Container. Weißt du? So, so, wir liefern einfach Container hin. Normale Leute kommen mit einer Tasche, wir kommen mit einem Container. Genau. So, der Container steht vor der Tür. Können Sie bitte die Sachen kurz reinholen? Geil. So, in dem Sinne, meine Freunde, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Schatz. Tschüss.